Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 von Countdown Jungpflanzenverkauf. Ja, das Wetter, es ist echt kalt geworden, muss man sagen. Und wir stehen hier gerade auch im Folientunnel und haben den Vlies noch nicht abgedeckt, denn heute, da kommen auch welche von der Presse, da drehen wir gleich noch ein, zwei Videos, deswegen habe ich das jetzt erstmal noch abgedeckt gelassen und es ist auch noch gar nicht so warm. Wir schauen mal einmal auf die Wetteraussichten und auf den Countdown, dann wissen wir schon mal, was uns die nächsten Tage noch erwartet. Ich glaube, kalt wird es nicht mehr, aber das Wetter wird auch nicht mehr so schön. Was an sich gar nicht schlecht ist, weil wenn sich das nicht jeden Tag hier so auf 30, 40 Grad aufheizt, wachsen die Pflanzen auch nicht mehr so doll und das sollen sie auch gar nicht mehr, denn sie sind schon, ja, recht gut dabei. Man sieht den Countdown, 8 Tage, 15 Stunden, 8 Minuten und 27 Sekunden. Das ist echt nicht mehr lange. Und dann schauen wir gleich mal auch auf die Wetteraussichten. An dieser Stelle finde ich es noch mega lustig. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber wir hatten letztes Jahr mit Edding hier unsere Sortennummern dran geschrieben. Da sehe ich zum Beispiel noch 15 war Lombardo. Ich weiß nicht, wie genau man das jetzt auf der Kamera erkennt, aber da Jalapeno Ruben. Also die Sorten vom letzten Jahr stehen noch da. Wir haben gerade aktuell in Lingen 6 Grad. Um 11 Uhr kommt mal kurz die Sonne raus, 14 Grad wird insgesamt. Nächste Nacht dann 4 Grad, dann brauchen wir auch nicht mehr abdecken. Aber wenn ich das gerade richtig gesehen habe, morgen sogar mal Regen. Also das wird echt nicht mehr das beste Wetter. Da tatsächlich nochmal 2 Nächte, das gibt's ja nicht mit Frost. Dann für den Jungpflanzenverkauf aber gutes Wetter. Das will ich auch hoffen, das ist die Hauptsache. Das ist jetzt natürlich wieder ein Schock. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal Frost kriegen. Es war auch gar nicht mehr angesagt, aber jetzt sehe ich nochmal 2 Tage mit 0 Grad. Das ist auch wieder echt extrem kritisch, weil letztes Mal als 1 Grad vorhergesagt waren, waren es minus 1 Grad. Also, ich hoffe mal nicht, dass es zu kalt wird, sonst müssen wir eventuell nochmal heizen. Aber das werden auf jeden Fall nochmal 2 kritische Nächte. 1. Mai, glaube ich, und 2. Mai, also jetzt Sonntag und Montag. Aber ich hoffe, dass wir es dann irgendwann jetzt auch mal haben mit dem Frost, dass wir dann auch wirklich anfangen können. Zum Schluss zählen wir alle Pflanzen. Wir wollen die am liebsten schon 1-2 Tage vorher stehen haben, weil wir ja den Tag vorher zu Botanica fahren. Also Botanica ist heute in einer Woche. Und heute in einer Woche und einem Tag. Also wir haben jetzt heute Freitag, den, ich glaube, 29. Ja. Und in einer Woche schon knapp die Botanica. Wahnsinn. So, wir filmen gerade. Aber ich kann leider nicht mitfilmen, weil ich keinen Kameramann dabei habe. Ich bin alleine, er ist alleine. Ja, wir sind eigentlich nur dabei zu filmen und deswegen werdet ihr den Beitrag wahrscheinlich erst im Nachhinein sehen. Aber ich werde ihn euch verlinken, wenn er online kommt. Dann findet ihr den hier unterm Video. So, also ich muss sagen, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein cooler Beitrag geworden. Wir haben so ein bisschen über den Jungpflanzenverkauf gesprochen und ich habe einzelne Pflanzen vorgestellt, die es dann bei mir im Garten gibt. Und ich würde sagen, ich muss jetzt gleich zur Arbeit, aber ich gebe euch trotzdem noch ein kurzes Update, wie es hier im Folientunnel und im Gewächshaus aussieht. 20 Grad aktuelle Temperatur. Der Salat, der wird, glaube ich, immer größer. Also die bekommen hier schon fast einen fertigen Kopfsalat. Dann da hinten sind einige Tomaten kaputt gegangen. Irgendwie so die letzten 5 da in der Ecke. War wahrscheinlich dann hinten an der Glasscheibe zu kalt, weil hier haben wir nicht abgedeckt, jetzt in der letzten Nacht. Aber es sieht sonst ganz gut aus. Ja, schauen wir nochmal in den Folientunnel. Bei den Kräutern hier ist übrigens noch nichts zu sehen. Sieht jetzt natürlich alles ein bisschen mitgenommen aus von den Blättern, wegen dem Gießen. Aber wir haben einmal kräftig nass gemacht, weil heute soll die Sonne gut scheinen. Ja, und die Chilis, die freuen sich auf jeden Fall, wenn die bald ins Freie dürfen. Gurken werden auch immer größer, die Wassermelonen wachsen wirklich optimal. Hirse wird immer größer und auch die Sachen hier für uns. Sieht alles gut aus, ich freue mich auf den Jungpflanzenverkauf, habe eben nochmal geguckt, Countdown 8 Tage, also es ist nicht mehr so lange und die nächsten Tage nehme ich euch in diesem Video auf jeden Fall mit, weil ein bisschen weniger anliegt und ich denke mal, dass ich dieses Video hier, was wir gerade aufnehmen, so bis Sonntag oder Montag aufnehme. Weil Samstag kam ja auch noch die Folge Nummer 3, dann wird Montagabend wahrscheinlich dieses hier online kommen. Hi Leute, heute ist ein neuer Tag und zwar haben wir heute Samstag, den 30.04. Also heute Abend ist quasi Maibaum aufstellen und Tanz in den Mai und wie das alles heißt. Ich bin aber jetzt gerade noch mal im Garten und es ist heute wieder so naja Wetter.
Der Artikel von der NOZ, also von der Neuen Osnabrücker Zeitung, die auch unsere Lingner Tagespost hier produzieren, die neulich hier waren im Garten, die haben jetzt den Artikel veröffentlicht mit dem Video. Und ich darf euch natürlich nicht alles zeigen, weil man dafür für diese Zeitschrift ein Abo braucht. Aber die haben das Ganze auch eingesprochen und ich werde euch mal kurz ein bisschen von dem Text zeigen. Seit wenigen Monaten hat er einen neuen Garten. Den möchte er am 8. Mai der Öffentlichkeit vorstellen und gleichzeitig viele Jungpflanzen für einen guten Zweck verkaufen. Ja, und jetzt schauen wir noch mal kurz ins Video. Wir hier in unserem Garten den 4. Jungpflanzenverkauf für den guten Zweck. Und was es da zu erwerben gibt, das zeige ich euch jetzt. Adresse auf dem Bache 6. Links neben der Firma Heilen steht mein Garten und da sind dann die Tore für euch geöffnet. Ihr könnt noch eine Weile hier bleiben. Wir haben kleine... Ja, und bei der letzten Szene, da kam uns dann auch die Idee zu meinem neuen Profilbild. Vielleicht habt ihr es hier bei YouTube, Instagram oder auch bei Facebook schon gesehen. Ich habe ein neues Profilbild mit Schaf Susi, so haben wir es zumindest erstmal genannt. Falls ihr Namenswünsche habt, könnt ihr für das Schaf aber auch gerne nochmal Namensvorschläge senden. Schreibt sie einfach mal in die Kommentare. Und ja, wie auch jeden Tag würde ich sagen, gucken wir mal kurz uns die Pflanzen an. Und das war's für heute leider auch, weil momentan bei diesem Wetter machen wir nicht viel. Wir haben alle Pflanzen gepflanzt. Und nächste Woche, da wird's richtig spannend, denn in 6 Tagen geht's schon zu Botanica und in 7 Tagen ist Jungpflanzenverkauf. Also es liegt einiges an. Wir müssen alle Pflanzen zählen, wir müssen Aufbau überlegen und wir planen so viel, das zeige ich euch alles. Also, das schauen wir uns mal an. Ja, heute haben wir leider einen Verlust hinnehmen müssen. Diese Gurke hat's wohl nicht überlebt. Die ist ein bisschen zusammengesackt, ansonsten sehen die Pflanzen aber gut aus. Die Zucchini hier, die sind auch schon echt groß und das ärgert mich ein bisschen. Die sind so schnell gewachsen und ich fange schon immer recht spät an mit den Pflanzen. Aber trotzdem wachsen die so schnell, das ist echt Wahnsinn. Die Tomaten werden jeden Tag größer. Und auch die Paprikas lassen jeden Tag den Kopf hängen. Wir müssen die auch wirklich jeden Tag gießen. Dafür kommen hier Sojabohnen ohne Ende, was mich freut. Weil das ist natürlich auch nochmal eine schöne Sache für den Jungpflanzenverkauf. Hier kommt leider noch gar nichts, doch ich sehe jetzt hier eine Sonnenblume. Das ist echt gut. Ja, aber ich denke, der Rest wird auch noch keimen. Die Kohlarten, die kommen jetzt gerade alle. Also optimal, alles wird fertig bis zum Jungpflanzenverkauf. Ich bin optimistisch und wir sehen uns morgen mit einem weiteren Tag. Ja Leute, und jetzt, wir sind mittlerweile Mai angekommen. Herzlich willkommen im Mai, der beliebteste Monat für Hobbygärtner, denn jetzt wird gepflanzt. Und zwar so ziemlich alles. Die Eisheiligen, die werden in diesem Jahr wahrscheinlich sogar ja, zu warm ausfallen. Für jetzt haben wir übrigens die erste Wettervorhersage für den Jungpflanzenverkauf. In einer Woche ist Jungpflanzenverkauf am Sonntag. Und zwar soll es dort 21 Grad sein, volle Sonne, das heißt optimales Wetter für den Jungpflanzenverkauf. Ja, und jetzt, ihr wisst ja, ich bin Altenpfleger, heute 1. Mai, Feiertag, auch noch ein Sonntag. Ich musste arbeiten und jetzt 21.15 Uhr, es geht schon gerade die Sonne unter. Es ist relativ dunkel schon, aber ich wollte euch noch einmal mitnehmen hier zu meiner abendlichen Runde, wie ich noch einmal bei den Pflanzen schaue und wir schauen mal, wie es im Folientunnel aussieht. Abdecken müssen wir heute schon mal nicht, denn es wird 5 Grad heute Nacht. So, dann geht es einmal rein in den Folientunnel. Oh ja, hier ist noch ordentlich warm, aber auch ordentlich feucht, das merkt man wohl. Wir schauen mal einmal aufs Thermometer. Ja, und das Thermometer, das sagt uns hier noch 15, 16 Grad. Sieht auch ganz gut aus, die Einlegegurken da hinten, die sind mittlerweile schon aufgegangen. Die Zucchini, die stehen alle schon mega groß da. Guckt euch mal die Hokkaido-Kürbisse an. Boah, Wahnsinn, in einer Woche, die werden wirklich viel zu groß sein. Ich habe das Gefühl, jetzt haben die wirklich einen Riesensprung gemacht. Guckt euch mal diese Kiste hier an von den Hokkaido-Kürbis. Gefühlt in einem Tag so krass groß geworden. Wahnsinn. Also jetzt kommen wirklich kaum noch an. Und ich finde selbst die Tomaten jeden Tag ein kleines Stückchen größer. Die Paprika stehen so dicht da. Und da man jetzt nicht mehr so viel sieht... Ja, machen wir für heute schon wieder Schluss, aber nächste Woche habe ich Frühdienst, das heißt 13:30 Uhr Feierabend und Freitag sogar Urlaub, das heißt bis zum Jungpflanzenverkauf, da passiert dann doch noch einiges. So, einen Tag später, 2. Mai, gestern Abend war ich hier, jetzt ist es so um die Mittagszeit, ich komme auf die Uhr, 15.20 Uhr, es ist so warm und die Sonne scheint, ich glaube 18, 19 Grad, deswegen gehen wir mal einfach in den Folientunnel und schauen mal, wie warm es da drin ist.
in den Folientunnel, da gehe ich nicht rein, weil schaut euch mal meine Brille an, also man sieht nichts mehr. Boah, ist das warm hier. Ja, und ich weiß nicht, ob man es so genau auf der Kamera sieht, aber hier drin sind es sagenhafte knappe 40 Grad. Die Pflanzen sehen dementsprechend aus. Erstmal lüften. Es war noch knapp, ich glaube, ein paar Stunden später und hier wäre alles vertrocknet. Jetzt werden wir auf jeden Fall eben kurz gießen und heute Abend stehen die Pflanzen dann hoffentlich wieder wie in der 1 da. Schauen wir mal später, jetzt erstmal gießen. So, die Pflanzen sind gegossen, das wird aber auch Zeit, denn die Pflanzen hier haben schon ja, ein bisschen unter der Wärme gelitten. Sieht man hier gerade auch nochmal bei den Zucchinis. Aber heute Abend, da werden die sicher wieder stramm stehen und das wollen wir auch so ein bisschen mit Absicht machen. So weit war jetzt natürlich nicht geplant, aber das ist dann jetzt wirklich Kampfwurzelbildung. Denn jetzt ist die Pflanze gestresst und bildet so viele Wurzeln. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber die sind auch einfach schon viel zu weit hier, die Pflanzen. Ich bin froh, wenn ich die jetzt am Wochenende an den Mann bringen kann und endlich, ja, die ihren Besitzer wechseln, dass sie dann in einen neuen Garten können, größere Töpfe ins Beet, wo auch immer hin. Wird langsam Zeit für die Pflanzen. Ja Leute, und an dieser Stelle mache ich gleich eine kleine Unterbrechung für unsere Serie und wir beginnen mit der nächsten Folge. Denn heute würde ich sagen, ist ein guter Abschluss. Die Pflanzen stehen jetzt wieder wie eine 1, das zeige ich euch gleich. Und wir haben noch genau 6 Tage bis zum Jungpflanzenverkauf. Wir haben heute Montag und am Samstag ist die Botanica, Sonntag Jungpflanzenverkauf. Das heißt, es reicht noch genau für eine Folge von Dienstag bis Freitag. Freitagabend, da kommt die letzte Folge online, das sage ich euch jetzt schon mal zu. Das Datum könnt ihr euch merken. Dann wird es einen separaten Film von der Botanica geben und einen separaten Film für den Jungpflanzenverkauf. An beiden Events werde ich so ein bisschen die Kamera mitnehmen und auch aus dieser Perspektive so ein bisschen Eindrücke sammeln. Ja, in der Hochphase wird es wahrscheinlich nicht viel möglich sein, mit den Leuten zu filmen. Aber wir filmen für euch zum Beispiel beim Jungpflanzenverkauf den Aufbau. Dann am Ende das, was überbleibt. Vielleicht werden wir zwischendurch mal was pflanzen. Vielleicht wollen auch irgendwelche Leute mal vor die Kamera. Und ich freue mich einfach mega. Ich hoffe, ihr kommt vorbei. 8. Mai, Sonntag, Jungpflanzenverkauf hier bei uns im Garten. Und ich freue mich wirklich. Ich zeige euch jetzt noch mal einmal den Überblick im Folientunnel und im Glasgewächshaus. Denn im Glasgewächshaus habe ich euch nicht so viel gezeigt. Und das ist eigentlich das, was richtig spannend geworden ist. Ja, und eben da sah das hier alles recht bescheiden aus. Also die Blätter hingen ja schon. Aber wie ich es vermutet habe, alles ist jetzt wieder in bester Ordnung. Das hier sind zum Beispiel unsere Pflanzen. Da hinten die Hirse ist wahnsinnig groß geworden. Die Erdbeere haben wir erst ein paar Tage hier stehen. Die ist schon in voller Blüte. Das heißt, hier müssen wir jetzt auch dringend rauspflanzen. Da hinten die Pflanzen, die werden einfach alle immer größer. Wenn wir hier die Freiland-Tomaten haben, die wir uns vom Profi holen lassen haben. Wie heißt denn das? Das ist lustig, das sind 2 Tomaten. Die Pflanzen hier vom Profi, ist mir gerade aufgefallen, da ist eine doppelte drin. 2 nebeneinander, das heißt, wir haben sogar 2-mal die Dorenia. Freut mich natürlich sehr. Und dann haben wir hier noch unsere 2 Wassermelonen. Da hinten haben wir noch Wassermelonen mit drin. Die Erbsen, den Mais und auch die Hirse und die Zwiebeln, das werden wir die Tage schon mal auspflanzen. Unseren Tabak vielleicht, weil der dringend aus dem Topf raus muss. Die Erdnüsse. Wettervorhersage ist übrigens irgendwas mit 20 Grad für die Eisheiligen, also ich denke echt nicht, dass es so kalt wird, dass wir die Pflanzen schützen müssen. Die habt ihr ja hier eben auch gesehen, die Kürbisse und Zucchinis, die stehen wie eine 1. Und wenn man mal die Kisten hier anguckt, das ist wirklich ein schönes Bild geworden und ich bin mir sicher, für den Jungpflanzenverkauf hier haben wir jetzt alles super. Die Tomaten, die werden immer kräftiger und größer, aber das meiste... Das sollen natürlich auch unsere Käufer von den Pflanzen machen. Wir wollen ihnen ja keine fertigen Pflanzen geben, sondern den Leuten selber den Spaß am Gärtnern ermöglichen. Und deswegen diese schönen Tomaten hier, verschiedenste Sorten. Und ich bin echt wirklich gespannt und hoffe, dass ich auch viele Leute beraten kann. Was wir dringend noch pikieren müssen, ist hier der Tabak. Das sind bestimmt nochmal 30, 40 Pflanzen. Also können sich echt viele drauf freuen. Letztes Jahr hatten wir nämlich da nur wenig davon. Genauso wie den Erdbeeren, da haben wir glaube ich, ja, das sind allein schon mal über 10 Pflanzen. Wir werden hier noch mehr haben, weil wir haben die alle noch nicht sortiert. Soja kommt ziemlich gut. Hier nochmal die Kürbisse und der Zucchini. Und hier die Sonnenblumenkeim, die Zitronengurken. Kapuzinerkresse wird in den nächsten Tagen auch noch kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die gelben Zucchinis, die wir hier noch gepflanzt haben. Also, ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hier noch die Kohlschalen.
Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Ende für dieses Video. Wir werden natürlich erst die großen Tomaten verkaufen, aber wir haben ja noch im Glasgewächshaus 5 Kisten stehen. Und wenn wir uns mal den Kohl anschauen, der ist auch wirklich sehr, sehr schön geworden. Also ich finde, wir können uns in diesem Jahr mit unseren Jungpflanzen sehen lassen. Die Kopfsalate, die werden super wachsen, Popcorn und Grillmais. Hier der Kohl, ich habe gesehen, dass hier das Basilikum schon kommt. Also wir haben keine leeren Töpfe, das heißt, wir können die auf jeden Fall verkaufen. Das freut mich und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich von diesem Video. Ja, und hier, da findet ihr jetzt die Playlist mit allen Folgen von Countdown Jungpflanzenverkauf. Die ganze Serie findet ihr hier und hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, denn dann verpasst ihr nicht die nächsten Folgen. Bis demnächst und ciao.